Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um Bienenwachs. Das ist hier der Wachs, den wir hier eingeschmolzen hatten. Und das werden wir heute weiterverarbeiten und werden daraus Kerzen machen. Das Wachs ist jetzt schon zweimal gereinigt. Das sieht sehr schön gelb aus. Das Stück hier, das sind jetzt ca. 256 Gramm gewesen. Und zweimal reinigen reicht vollkommen aus. Ist zweimal gesiebt worden. Sieht schon ganz ordentlich aus. So, und jetzt werden wir hier hinten im Kessel sind noch Stücke drin. Da gehen wir jetzt mal gucken. Das muss jetzt nochmal gesiebt werden. Das ist nicht so ganz sauber. Man sieht das hier. Hier unten setzt sich noch Dreck und hier oben ist auch noch Dreck. Muss das also nochmal ein zweites Mal durchgesiebt werden, um so einen gelben Wachs zu bekommen, den man eben da hatte. So, das dauert jetzt noch ein bisschen. Das muss jetzt erstmal schön schmelzen. Das dauert eine Zeit. Man soll es nicht so auf hoher Temperatur, ich habe es auch wirklich auf Stufe 4, Wachs schmilzt bei ca. 55 bis 60 Grad. Man braucht das nicht richtig sprudelnd heiß zu machen, sondern es geht ganz schön langsam. Kann man das schmelzen. So, das Wachs ist jetzt geschmolzen, sind ca. 15 Minuten um. Das Wachs ist jetzt schön flüssig und der Dreck hat sich jetzt schön unten so abgesetzt. Und das tun wir jetzt in einen zweiten Kessel mit einem feinen Filter. Schütten das dann da rein. So, das kann man jetzt schön sehen, der Dreck. Der ist da drin, weil der hängt jetzt hier unten drin. So. Das dürfte jetzt eigentlich schön sauber sein. Und das werden wir jetzt in die Formen, die wir jetzt hier haben. Jetzt gehen wir mal wieder in die Gruppe. Wir machen dann D-Lichter. Das ist jetzt hier eine große Ausführung. Man kann aber auch hier so ein Glas nehmen. Allerdings sollte man dann doch nehmen, der jetzt hier oben raus ragt. Das ist auch eine Möglichkeit, solche D-Lichter zu machen. Wir machen aber hier diese. Das ist die große Ausführung von dem Teelichter. Und da wollen wir jetzt mal versuchen, das Wachs hier reinzukriegen. Wir nehmen jetzt noch eine Zeitungsunterlage, um die hier rumzukleckern. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Das war schon zu viel. So,
Da muss man wirklich Fingerspitzengefühl haben. So, das Ganze ist eigentlich eine einfache Angelegenheit. Den ersten, den wir ein bisschen verschüttet haben, haben wir ein bisschen mit dem Löffel wieder abgeschöpft. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal erkalten. Dann werden wir mal schauen, wie die ganze Sache geworden ist. Aber so wie es aussieht, sieht es ganz ordentlich aus. So, so sieht das Ganze aus. Eine sehr schöne hellgelbe Farbe. Und wie das duftet. Also wirklich, also kann ich nur sagen, das ist wirklich eine Idee, die man wirklich nur empfehlen kann. Riecht wirklich wunderbar. Zur Selbstversorgung gehört natürlich nicht nur die Versorgung mit pflanzlichen Lebensmitteln oder tierischen Lebensmitteln, sondern auch so etwas gehört bei der Selbstversorgung dazu. Herstellung von Kerzen. Man könnte jetzt natürlich auch noch hier von diesem Wachs jetzt noch Seife herstellen. Man könnte da irgendwelche Cremes dann noch mitmachen, aber diese Verfahren sind etwas wesentlich aufwendiger, als wir jetzt hier Kerzen herzustellen. Das ist jetzt noch eine ganz einfache Angelegenheit. Aber bei Cremes und bei Seife sieht die Sache da schon ganz anders aus. So, das war's für heute. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.